Gestern waren es zwei Aktien, die eine Erholung der Märkte insgesamt an der Wall Street verhindert haben. Einmal die extrem marktschwere Apple und dann die immer noch gewichtige Tesla-Aktie. Wenn man sich mal die Struktur des Marktes anschaut, dann sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das sieht sogar eher nach einer Erholung aus. Und warum das so ist, das will ich in diesem Video zeigen. Schauen wir uns zunächst mal das gestrige Geschehen an. Apple und Tesla im Fokus. Wir hatten gestern vor einem Jahr genau das Allzeithoch im S&P 500 über 4.800 Punkte. Dann im Jahr 2019 hat Apple nach dem ersten Handelstag des Jahres dann mal eben plötzlich eine Gewinnwarnung rausgegeben. Dass das nicht passiert ist bisher, ist laut Goldman Sachs ein positives Zeichen und könnte dann zu einer Gegenbewegung heute bei Apple führen, durchaus möglich, genauso wie bei Tesla, wo sich Elon Musk jetzt etwas wehmütig erinnert, dass er vor 12 Monaten the Person of the Year war. Gestern die Tesla-Aktie 12% abgeschmiert. Und wenn wir bei Tesla bleiben, meine zweitbeste Freundin Cathy Wood hat mal wieder den Dip gekauft. Das ist ungefähr der 457. Dip, den sie inzwischen gekauft hat, um dann festzustellen, oh, es war doch nicht das Tief, aber sei es drum. Jedenfalls hat Cathy Wood ja noch vor einiger Zeit gesagt, na, das ist kein Blasen, nicht. Nein, ist auch keine Blase, das ist halt irgendwie ein Substanzwert, der jetzt ein bisschen unter Druck kommt. Und das ist genau eben das Problem, die Deliveries unter den Erwartungen, also die Auslieferung von neuen Autos unter der Erwartung, und das für einen Hoffnungswert, der eigentlich den gesamten Automarkt und alles andere irgendwie auch beherrschen soll und dementsprechend Bewertungen hatte. Das ist schlichtweg zu sportlich. Hier sehen wir mal die Implied Inventories bei Tesla. Das heißt, hier wird immer mehr auf Halde produziert. Bei Berlin auf dem stillgelegten Flugplatz sehen wir tausende von Tesla-Autos. Das kommt irgendwo her. Jetzt hat Musk mit Berlin und Texas zwei neue Gigafactories gebaut. Also da ist wahnsinnig viel Produktionskapazität da. Wohin mit den ganzen Autos? Das aber, was hoffnungsvoll stimmt kurzfristig für Tesla, ist die Aussage gestern von Jim Cramer. Tesla is not a buy, boom, all in. Auf der Long-Seite heißt das wohl für viele. Und bei diesem Track Record von Jim Cramer ist das eine sehr rationale Spekulation aus meiner Sicht. Jedenfalls ist Elons 13,4% Position in Tesla in etwa so viel wert wie die Summe, für die er Twitter gekauft hat, nämlich 44 Milliarden Dollar. Dagegen seine SpaceX-Beteiligung, an der er sehr relevant beteiligt ist, nämlich zur Hälfte, ist 137 Milliarden Dollar wert. Gestern ja eine Funding Round, die ergeben hat, dass praktisch die Gesamtbewertung von SpaceX, diesem Raumfahrtkonzern, bei 137 Milliarden Dollar liegt. Die Hälfte davon gehört dem Elono. Also da hat er wahrscheinlich jetzt mehr Asset, mehr Wert praktisch in SpaceX als in Tesla. So ändern sich die Zeiten. Gucken wir nochmal auf die Heatmap, also auf das, was gestern da passiert ist. Und bei den einzelnen Aktien, dann sehen wir ja eine Apple und eine Tesla schwer unter Druck. Aber wir sehen eine Amazon 2% im Plus, wir sehen eine Google im Plus, wir sehen eine Microsoft, der mehr oder weniger unverändert, wir sehen eine Meta sogar im Plus, und das will was heißen. Wir sehen den Energiesektor im Minus, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein rotes Meer, wo man sagt, totaler Abverkauf, gerade auch nicht im Tech-Sektor. Deswegen, wenn sich jetzt Apple und Tesla ein bisschen derrappeln wieder, was technisch durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen liegt, dann spricht eigentlich vieles auch für eine Erholung heute. Da gibt es noch andere Argumente. Schauen wir uns zunächst mal an, was gestern passiert ist. Wir sehen Dow praktisch unverändert, Nasdaq am stärksten im Minus, alles nicht dramatisch, vor allem weil es eben nur diese zwei Aktien vor allem waren. Wir sehen, dass gestern die Terminal Fed Rate Expectations gestiegen sind, also die Erwartung, wo der Zinsgipfel der Fed sein wird. Technologie und Energy waren gestern sehr, sehr schwach. Wir sehen aber heute Morgen, dass die Renditen für Staatsanleihen wieder fallen, und das ist normalerweise gut
für den Technologiesektor, also ganz gute für eben Nasdaq und Co. Wir sehen, dass der Dollar wieder etwas schwächer wird, der gestern ja deutlich zulegen konnte, vor allem zum Euro, weil die Inflation in Deutschland geringer war als erwartet. Und hier ein gewichtiges Argument, hier sehen wir mal die neuen Hochs und neuen Tiefs im Nasdaq. Und wenn Sie da oben gucken, sehen Sie da kaum noch rot aktuell. Wir sehen also, dass praktisch nicht mehr neue Tiefs im Vergleich zu neuen Hochs gemacht werden. Und das in einer Situation, wo der Nasdaq jetzt nicht eine massive Rallye hinter sich hat, sondern eigentlich sogar ja doch deutlich verloren hat. Das heißt, wir sehen hier eine positive Divergenz. Wir sehen, dass die Breite des Marktes wieder stimmt. Wir sehen, dass die meisten Aktien keine neuen Tiefs machen, sondern sogar ein ganz kleines Übergewicht an neuen Hochs besteht. Es sind also nur wenige Aktien, wie eine Apple vor allem und eine Tesla, die eben das Ganze nach unten halten, nach unten drücken. Das ist schon mal ein positives Zeichen, auch für die Dauerbullen vielleicht ein Zuckerl, gell? Die Bank of America, die hat einen Stock Indicator, der jetzt so nahe ist für einen Kauf wie seit 2017 nicht mehr. Da gibt es verschiedene Parameter, extreme Bearishness und extreme Bullishness, da vielleicht nur kurz dieser Hinweis. Und hier sehen wir, dass wir uns jetzt immer in dieser Cloud hier gehalten haben, in diesem Chart, dass wir jetzt die Situation haben, dass wohl der entscheidende Bereich jetzt hier das gestrige Hoch ist, so im Bereich 3878 beim S&P 500, 3880 und auf der Unterseite 3764,65, das ist die Zone, um die es jetzt geht. Das will ich gleich nochmal zeigen, ausführlicher. Hier sehen wir diese 3764 im oberen Chart ist das Tief. Wenn wir da drunter fallen, dann würde das bedeuten, dass wir diese Triangle, die wir hier im unteren Chart sehen, nach unten auflösen. Allerdings insgesamt ist da oben im RSI noch eine positive Divergenz zu erkennen. Wir sehen auf der anderen Seite hier nochmal dieses Triangle, das sich jetzt sozusagen zuspitzt, das nach einem Ausbruch ruft. Da wäre durchaus eine Erholung drin, die, das sagte ich gestern bereits, bis in den Bereich 4000, 4030 in etwa laufen könnte. Wahrscheinlich nicht an einem Stück, aber da kann durchaus was kommen. Wir sehen auch hier von Ron Walker Crash Signal Trigger, da sehen wir auch positive Divergenzen. Als wir das die letzten beiden Male gesehen haben, haben wir eine Rallye gesehen. Wie gesagt, die Marktbreite zeigt uns, dass da nicht eine ganz große innere Schwäche im Markt ist, sondern eigentlich diese Schwäche aktuell so ein bisschen verschwindet. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt in einen neuen Bullenmarkt eintreten, sondern es bedeutet, dass wir wahrscheinlich eine Gegenbewegung sehen werden. Um das nochmal klar zu machen, auch hier die Bullish und Bearish Signals beim S&P 500 haben jetzt gedreht. Das ist noch ein relativ frühes Stadium. Normalerweise läuft das aber eine Zeit. Sie sehen, solche Bewegungen gehen meistens von extrem bearish zu extrem bullish. Dann dreht es wieder Richtung extrem bearish. Das ist der Verlauf eben an den Märkten. Dementsprechend auch hier ganz gute Chancen. Und hier sehen wir mal die Aktien im S&P 500 über ihrem 20-Tages-Durchschnitt, auch mit einer positiven Divergenz, kam aus einer extrem niedrigen Position, scheint sich jetzt zu erholen und tendiert dann wahrscheinlich auch wieder zu solchen Extremwerten. Dann sind alle wieder bullisch und sagen, siehst du, Fugmann, du bist der Dauerbär, gell? Dabei haben wir jetzt einen neuen Bullenmarkt und so weiter und so fort. Aber das ist eben nicht sehr, sehr wahrscheinlich, meine Damen und Herren. Und wir handeln ja letztendlich die Wahrscheinlichkeit an den Märkten und nicht irgendwelche Einstellungen. Es macht keinen Sinn, dauerbullisch zu sein. Es macht auch keinen Sinn, dauerbärisch zu sein. Es macht Sinn, übergeordnet eine Richtung zu favorisieren, weil die Struktur des Marktes eben das nahelegte. Das war in den Jahren vor allem 2021 trotz totalen Wirtschaftsstillstands, aber ultralaxer Geldpolitik eben eine latent bullische Haltung. Und das ist seit der geldpolitischen Wende der Fed eben eine latent bärische Haltung, die angezeigt ist, solange sich eben an der Geldpolitik nichts ändert. Und da kriegen wir vielleicht heute erste Hinweise, ob dem vielleicht doch so sein könnte mit dem FOMC-Protokoll der letzten Sitzung aus Mitte Dezember.
20 Uhr werden Sie dann auch bei Finanzmarktwelt.de die Headlines, die wichtigsten Aussagen sehen können, meine Damen und Herren. Davor haben wir den ISM-Index verarbeitendes Gewerbe, 16 Uhr, immer sehr wichtig. Und wir haben die JOLTS, also die angebotenen Stellen, auf die sich Jerome Powell immer wieder bezieht, wenn er sagt, der Arbeitsmarkt ist eng. Sollten diese Daten enttäuschen, wären schlechte Nachrichten aus der Konjunktur gute Nachrichten für die Märkte, weil das suggerieren würde, naja, siehst du, die Wirtschaft ist schwächer, die Fed wird diesen straffen Kurs nicht länger aufrechterhalten können. Also 16 Uhr reinschauen bei Finanzmarktwelt.de und 20 Uhr reinschauen bei Finanzmarktwelt.de. Können Sie sowieso den ganzen Tag machen. Lohnt sich, versprochen. Aber da eben besonders. Kommen wir noch mal kurz zur Fed. Die St. Louis Fed hat jetzt festgestellt, dass in den meisten Bundesstaaten in den USA, nämlich 26 an der Zahl, das Wachstum bereits negativ ist, also dass man eigentlich schon in einer Rezession sich befindet. Die Kansas City Fed wiederum versucht zu zeigen in einer neuen Studie, dass die verzögerte Wirkung der Geldpolitik, also der Zinsanhebungen, gar nicht mehr so verzögert ist wie früher, aufgrund eben der Guidance, aufgrund der Kommunikation der Fed, die ja relativ klar sagt, was sie machen wird, wie sie agieren wird. Die Märkte werden ja selten mit einem Zinsschritt überrascht, wo es dann heißt, was, die haben jetzt doch die Zinsen so oder so angehoben, hat ja keiner damit gerechnet, das passiert ja nicht. Die Fed kommuniziert im Vorfeld relativ klar, was sie tun will und wird, und relativ klar hat auch Alan Greenspan, der ehemalige Fed-Chef, der einst praktisch gottgleich gesehen wurde, der hat gesagt, also das Risiko, wenn die Fed jetzt die Zinsen zu früh senkt, ist, dass sie eben dann wieder praktisch diesen Peitscheneffekt bei der Inflation hat. Mal geht es rauf, dann geht es wieder runter, dann kommt die Inflation aber wieder, wie in den 70er, frühen 80er Jahren, damals natürlich durch politische Ereignisse auch bedingt, aber die können sich eben in ähnlicher Form erneute zeigen, dass wir durch geopolitische Situationen dann wieder Aufflammen der Inflation haben, ohnehin ja strukturell durch Demografie, durch Deglobalisierung und der grüne Energiewende ja die Zeiten wahrscheinlich eher grundsätzlich strukturell inflationärer Natur. Das sagt aber dann der Alan Greenspan weiter. Die Fed will diesen Fehler auf keinen Fall machen, ein zweites Mal, denn sie wird vor allem es nicht tun, um die Aktienmärkte zu retten, sondern nur, wenn das Funktionieren der Finanzmärkte ernsthaft in Gefahr ist. Also Greenspan mit einer Absage sozusagen an den Fed-Pivot. Kommen wir jetzt nochmal zum vielleicht zukünftigen Geschehen an den Märkten. Vielleicht kennen Sie ChatGPT, diese KI, die jetzt für so viel Schlagzeilen sorgt. Da ist ja Microsoft dran beteiligt. Die haben da 1 Milliarde investiert. Das ist für die ja praktisch Portokasse linke Seite. Und das könnte für Google auch wirklich eine ernste Herausforderung werden. Da leuchten schon die Alarmglocken. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte sich mal mit ChatGPT beschäftigen. So mein Hinweis, wenn wir jetzt nach China kommen, da sehen wir eine Rallye an den Märkten, weil die chinesische Regierung suggeriert, man wird jetzt ein paar too big to fail Immobilienfirmen praktisch eruieren, also die dürfen nicht scheitern, man will den Kollaps des Immobilienmarkts verhindern. Wir sehen, dass deswegen die Immobilienwerte in China deutlich steigen, wir sehen, dass neue Kredite raufgefahren werden, man versucht also jetzt alles, um die Wirtschaft zu stützen, das dürfte der Grund sein, warum auch Xi Jinping plötzlich umgesteuert hat mit der Corona-Politik. Jetzt überlegt man sogar wieder, australische Kohle zuzulassen, da gab es ja vorher einen Bann. Und wenn wir jetzt bei Kohle sind, dann sehen wir, dass auch der Verkehrssektor 2022 weit über den Zielbewerten der Bundesregierung lag. Das gilt natürlich auch vor allem für die CO2-Emissionen. Der Think Tank Agora Energiewende fordert, die erneuerbaren Energien schneller als bisher auszubauen. Naja, wunderbar, aber was ist dann der Benefit davon, wenn ich noch 5000 Windkraftanlagen hinstelle? Dann habe ich nach wie vor das Problem, dass Wind und Sonne nicht grundlastfähig sind auf der einen Seite, also nicht dauerhaft permanent liefern können, so wie Kohle, Atom und eben Gaskraftwerke das können, das ist das eine.
Und das Zweite ist, dass ich eben nach wie vor dann diese Parallelstruktur brauche. Das ist das große Problem. Hier scheint also hier ein Festhalten sozusagen an dieser Energiewende. Man will die Energiewirtschaft umkrempeln, ob das Sinn hat oder nicht. Ich selber würde mir wünschen, dass grüne Technologie wirklich funktioniert, dass es sauber ist, dass alles schick ist. Aber es ist leider nicht so aus meiner Sicht. Manche sagen, das sei reaktionär, was ich da sage. Ich halte es für realistisch. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, wenn grün funktionieren würde. Es wäre doch in unser aller Interesse, auch unserer Kinder, wenn die Umwelt sauberer ist, wenn die Umweltbelastung nicht weiter zunimmt. Aber es ist ein Wunschdenken, denn die Umweltbelastung passiert bei der sogenannten grünen Technologie eben woanders, bei Windkraftanlagen etwa, Entsorgung, Riesenproblem, ebenso Solar, hochtoxisch. Diese toxischen Abbauprodukte fallen eben woanders an, aber sie fallen an, und das ist eben die Lüge, die letztendlich dahinter steht. Also ich finde, da sollte man pragmatisch argumentieren. Wir brauchen eine Lösungsdiversität, wir brauchen verschiedene Energien, und es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, irgendwelche Energien eben freiwillig abzuschalten, so wie das passiert. Das wird uns noch teuer zu stehen kommen. Abschließend zwei Hinweise, meine Damen und Herren. S&P 500, die Hoffnung auf einen guten Jahresstart, die könnte heute ein bisschen Nahrung erhalten, so die erste Artikelempfehlung. Wie der Januar, so das Jahr. Das war meistens so oder ist statistisch auffallend so. Ein Artikel von Wolfgang Müller. Und dann zu meiner zweitbesten Freundin, meine Damen und Herren, die Tesla-Aktien gekauft hat. Die braucht jetzt in 2023 ein Wunder, sonst wird sie aus der Kurve fliegen nach den massiven Verlusten. Irgendwann ist Game Over, wenn da kein Game Changer kommt. Es könnte sein, dass die Fed etwas länger braucht, als die gute Cathy Wood durchhalten kann. Das ist die zweite Artikelempfehlung, und jetzt empfehle ich mich heute Abend 16 Uhr reinschauen, 20 Uhr reinschauen, und davor werde ich das Marktgeflüster machen vor dem FOMC-Protokoll. Jetzt sage ich Servus, ciao.